willkommen zu einem neuen Video von LaeKimLol. Im letzten Video sind wir ja ein bisschen, ja, haben wir die Story gemacht. Und jetzt machen wir gleich die nächste und fahren hier offensichtlich mit einem BMW. Und wie war deine erste Erkundungsfahrt? Ganz gut. Ja, also jetzt hau ich richtig viel Forza-Videos. Das ist jetzt mein drittes Motorfest-Video. Das ist jetzt mein drittes Motorfest-Video. Wie das hier aussieht. Wieso kann man hier nicht mit... Doch, es gibt den Foto. Gut. Oh Mann, wieso kann ich denn gar keine... Wieso war ich denn... Oh mein Gott. Ich glaube, die Motorfest kennen, habe ich, glaube ich, einen großen Fehler begangen, dass ich dieses Auto hier gekauft habe. Weil, ich hätte dafür wahrscheinlich ein Flugzeug oder ein Boot kaufen müssen. Das war erst der Anfang. Du wirst sehen, Hawaii steckt voller bezaubernder Orte. Wie lange ist es denn noch? Ist viel spannender. Ui, alter Schwede, ist das weit. So, ich würde mal sagen, ich melde mich wieder, wenn ich angekommen bin. So, Leute. Hier wird gerade über den BMW Isetta gesprochen. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich euch hier mitnehme. Ja, die erzählt gerade, sie hat gerade eben über den BMW Isetta gesprochen mit, ja, dass sie eine lange Traditionsgeschichte haben. Und jetzt hören wir uns das gemeinsam an. Über den 8er bis hin zum M6. Sie haben eine ganze Reihe von Cabriolet-Modellen im Programm. Wenn die jetzt aufhört zu reden, bis ich da bin. Weg! Meine Güte. Weil die hat schon darüber geredet, aber... Ich muss euch wohl mal mitnehmen und die sinnlosen Sachen rausschneiden. Zum Beispiel, hier sagt sie zum Beispiel gar nichts, hätte ich mir das auch sparen können. Da. Zentral Hawaii, das Land, das die Lebenden ernährt. Ups. So. Dann würde ich mal sagen, let's go. E ha'imo olelo ana auya oi. He koi koi kaamo olelo. Pelai pili, aike kanaka I kono aua puni. E hui koke aku no, kaua ike hoa. Okay, alles nur Cabriolet. Das Foto. Ich konnte nicht widerstehen. Ich finde diese Windräder so inspirierend. Doch die Windräder sind cool. Hey, Kehoa. Beziehungsweise, wie geht es dir? Wo du schon mal hier bist, hast du nicht Lust, noch ein bisschen mehr als nur Aloha zu lernen? Offenes Verdeck, überall Sonnenblumen. Ein tolles Wochenende auf dem Land. Auf der ganzen Insel wird etwas angebaut. Zuckerrohr im Süden, Bananen im Norden,
und Ananas im Zentrum. Halt wieder ein richtig langes Rennen, das ich natürlich nicht einsehen kann. Konfigurieren, Optionen. Da fällt mir noch eine Legende ein. Alles, was du siehst, verdanken wir dem Gott Nono. Oh, verpasst die Linkskurve nicht. Lono stellt das Gleichgewicht in der Regenzeit wieder her und macht das Land fruchtbar. Poetisch, aber auch ein wenig traurig. Oh, sollen wir? Jeez. Danke. Wenn es regnet, beweint Lono die Frau, die er verloren hat. Kaikilani. Poetisch, wie gesagt. Und seine Tränen lassen alles wachsen. Ah, ich will dich nicht zu sehr nerven. Schließlich musst du fahren. Danke. Endlich hast du mich verstanden. Wir verstehen uns. Ich würde einfach nur meine Ruhe haben. Langsam geht er mir nämlich ein bisschen auf den Senkel. Ich will die so dermaßen weit weg. Wow, 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 wow. Ja, okay, jetzt weiß ich nicht mehr. Wenn ich so weiterfahre wie jetzt, dann sind sie nicht mehr so weit weg. Ja, das ist so viel Fahrt. Aber hey, wir haben was dazugelernt. Ich habe eine super Idee. Ich werde diese Videos wahrscheinlich nicht alle am Samstag. Siehst du diese Gebäude? Na klar. Das ist Honolulu. Ich werde dieses Video wahrscheinlich. Das war wahrscheinlich Flughafen. Ich werde dieses Video wahrscheinlich nicht auf einmal hochladen, diese allen Videos, damit ihr nicht überrumpelt werdet von Modofest-Videos. Sondern ich werde das in Tagesschritten machen. Manche kommen am Montag, manche kommen am Samstag, manche kommen. Also quasi heute ist ja Samstag, aber manche kommen am Sonntag, also einer kommt am Samstag, einer kommt am Sonntag und der andere kommt am Montag. So will ich das machen. Vielleicht nehme ich morgen auch noch ein Forza-Video auf mit einer Story. Und dann kommt vielleicht, ja. Schön. Noch ein Video am Donnerstag. Wollen wir nächstes Mal surfen gehen? Ist auch schon dreckig geworden wegen uns. Komm, Ratter rein. Ich brauch Moneten. Ich habe ja alles für diesen Mercedes ausgegeben, den ich am Ende nicht mal brauche. Ich wollte halt unbedingt was kaufen. Ich hatte Geld auf dem Konto. Ab an den Strand. Ist es? Ist viel spannender. Ja, komm, dann nehme ich euch mit. Was soll's. Kann ja trotzdem im Nachhinein das rausschneiden. Das nächste Auto ist toll. Du kennst das Serienmodell. Es ist ein bekannter Ford. Aber wir haben ihn hawaiianisch angehaucht. Ui. Ich
mal gespannt. Ich bin da. Natürlich nicht so, wie ich mir vorgestellt. Ja, jetzt. Nein, ich möchte nicht den Schwierigkeitsgrad ändern. Ihr habt ihn hawaiianisch. Der ist aber so. Oh, ist das ein Ford Bronco aus Oahu? Ah, perfekt. Genau das Auto, das wir heute brauchen. Und ist auch cool. Wir fahren seht zu den Stränden von Waimea, wo die Berge aus dem Wasser ragen. Gott, der fährt sich wirklich wie ein Ford Bronco. Gibt keinen Kennst Foto. Du Waikiki? Klar. Aber es gibt noch einen tollen Ort. Glaub mir. Musste einfach sein. War jetzt nicht so. Ja. Das musste jetzt nicht unbedingt sein. Nochmal. Batz! Machen wir ein Foto davon. Ideal zum Surfen. Er heißt Enal. Wir surfen alle. Duke ist der berühmteste. Aber früher haben Hawaiianer aus allen Schichten gesurft. Selbst Lono war Surfer. Allerdings hat er lieber im Himmel gesurft. Oh. Oh, sieh dir diesen Lava-Riesen an. Majestätisch. Ah ja, klar. Die Kamera ist irgendwie komisch gewesen. Doch interessant, wie sich die Positionen hintereinander wechseln, dass die nicht immer gleich gut sind. Und das, weil einer nach hinten fällt und einmal nach vorne geht. Finde ich ganz interessant. Der schwarze Sand stammt von diesem Vulkan. Laufe bloß nicht mit nackten Füßen darüber. Das brennt wie Feuer. Danke für den Tipp. Das hier aussieht. Ich merke schon, dass mein Computer nicht damit zurechtkommt. Also wenn es ruckelt, liegt es nicht an der Aufnahme-App, eventuellerweise, sondern eher an meiner 1650 Ti, die schon am Verkohlen ist. Apropos Verkohlen. Es geht von der Kälte her. Von der Wärme her. Ich hätte gedacht, dass er deutlich lauter ist und deutlich mehr Leistung braucht. Wirf mal einen Blick in die Höhle da drüben. Ziemlich fies. Außer mein Computer kämpft mit Leistungsverlust. Das wäre dann nicht so. Das Ding fährt auch nicht mehr als 200 km/h, oder? Hey, was auch cool ist, der hat 10 Gänge. Uff. Na, wir sind stabil. Ah, okay. Das war nicht so effizient. Aber mein bestes Argument ist, wir sind stabil. Thank you.
siehst du links das Seeungeheuer? Das nennt man Wrack. Wir sind in Waianae, meinem Lieblingssurfplatz. Die erste Welle gehört dir. Wie weit ist das entfernt? Uff. Kann es auch nicht blöd sein. So, egal was er jetzt sagt, ich sag's euch dann später, wenn ich es mir gemerkt habe. Und ich melde mich dann, wenn ich angekommen bin. So Leute, ich bin angekommen. Das machen wir aber nächstes Mal. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich und lasst gerne ein Like da, wenn diese The Crew-Videos euch gefallen. Ja, tschüss. Sagt Lekim LOL.